Kunde ist extremst weit gekommen. Er sagt gerade 600 Kilometer. Er ist das erste Mal in 20 Jahren, dass er ein Auto optimieren lässt. Hat er sich noch nie vorher so richtig getraut. Also auch nochmal vielen Dank von mir für das Vertrauen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute direkt aus dem Auto. Mir ist zu warm. Ich habe gerade Chris gesagt, ey, ich stelle mich jetzt nicht schon wieder 3 Minuten vor die Sonne hier. Wir haben 29 Grad und ich habe keine Kappe an. Audi, wir sitzen hier gerade in einem Audi SQ5 Plus, heißt der, glaube ich. 340 PS, 700 Newtonmeter, 3 Liter TDI Biturbo. Schönes Auto. Kunde ist extremst weit gekommen. Er sagt gerade 600 Kilometer Anreise und total sympathisch. Was hat er angehabt? Hast du gesehen? Ja, McChip. Ein McChip Merchandise T-Shirt. Ja. Super. Nee, ganz nett. Ich habe mich gerade auch mit ihm unterhalten. Ganz nett. Kann man ja sagen. Er sagte, er ist das erste Mal in 20 Jahren, dass er ein Auto optimieren lässt. Hat er sich noch nie vorher so richtig getraut. Also auch nochmal vielen Dank von mir für das Vertrauen. Und er hat uns nie auf dem Schirm gehabt und auch nicht gekannt, sondern hat uns in einem Video von dem Herrn JP. JP hat uns ja irgendwie mal im Laufe des Jahres erwähnt, bei so einem C63 Kompressorumbau. Und da hätte er uns dann mal gegoogelt und uns dann gefunden und wäre jetzt treuer YouTube-Fan auch bei uns. Und ist jetzt hier. Aber auch vielen Dank für das Vertrauen, dass wir das erste Mal ein Auto optimieren dürfen für ihn. Und dann hoffen wir, ihn mal nicht zu enttäuschen. 3 Liter Biturbo-Motor haben wir auch schon in mehreren. Im A6 haben wir den schon gezeigt hier bei YouTube. Ne? Kannst du mal einblenden? Was haben 300 mit 326 PS, glaube ich. Ob der jetzt 326 PS, 320 PS, 313 PS, 340 PS, hält sich alles so ein bisschen in der Waage. Ne? Aber sonst echt ein cooles Auto. Also so ein SQ5, echt nicht schlecht. Wir hatten mal meine hübschere Hälfte damals hatte mal einen Q5 2 Liter TDI. Und da gab es immer das Problem, dass wir zu wenig Zugkraft hatten. Also du durftest nicht so schwere Hänger ziehen und die Pferde sind ja meistens was schwerer wie ich. Und damals war dann auch die Überlegung, dann auf einen 3 Liter zu wechseln. Aber dann wurde es ein Touareg. Aber egal. In der Zeit, wo wir das Auto hatten damals, schon 5 Jahre her. Ja, also sowas 5, 6 Jahre her. War ein cooles Auto. Bin auch viel damit gefahren, aber nur ein 2 Liter TDI mit 170 PS damals. Ja, wieder ein Schwank aus meiner Vergangenheit. Gut, ne? Was bist du aufgeregt, Chris? Wir sitzen hier weder in einem Ferrari noch in einem Lamborghini. Macht mir wieder so ein bisschen Sorge mit dir. Aufgeregt? Nein. Bist du nicht aufgeregt? So, ich bin auf Dynamic S. Gib ihm. So. Man ist mittlerweile einfach verwöhnt. Wenn du dann, weißt du, ist ja so. 340 PS ist ja mittlerweile in der 3 Liter Diesel Standard. Ist so. Ja, ja, gut. Auf jeden Fall 18,56 oder was Sekunden ist. Und bei 29,5 Grad. Das reicht ja, sag ich mal. Ne? 340 PS in so einem Kollegen hier, das reicht auf jeden Fall. Wir werden ihn jetzt ein bisschen spritziger machen, ein bisschen mehr Leistung verschaffen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Leistung 332,2 PS und 584 Newtonmeter, deutlich weniger wie Werksangabe. Drehmoment ist öfters, dass die echt nach unten streuen, komischerweise. In Serie fährt das Ding hier mit kurz vor Begrenze bei 3900 Umdrehungen, fährt er hier mit 1,9 Bar Ladedruck. Aber Ladedruck ist beim Diesel definitiv nicht alles, aber trotzdem. Wir fahren jetzt mit 2,14. Aber wichtig ist halt auch, dass wir deutlich mehr Milligramm pro Hub fahren. Und umso mehr Menge du natürlich beim Diesel auch hast, umso mehr Leistung kriegst du hin. Und deswegen haben wir eine neue Leistung von 654 Newtonmeter, also roundabout 70 Newtonmeter. Und 375,9 PS, das sind 40, 42, 43 PS mehr. Wir hatten Anfang der Woche einen SQ5 hier mit 326 PS. Nur mal so, wegen meinem Soundfall, gleiche Softwarenummer. Ja, naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist zu warm. Wir fahren jetzt noch für euch die Ausgangsdiagnosefahrt und dann bei wärmsten Temperaturen mitten wie im Sommer. Freitagnachmittag, 14.55 Uhr, immer noch 29,5 Grad. Was sagst du jetzt? Schrecklich. So, dann gucken wir mal, was er sagt. Ich bin auf Drive Select Individual, ne? So. Und wenn die jetzt da vorne mal Pläne machen würden, dann wäre ich denen zu Dank verbunden. Naja, 18, noch was, ne? In Grenzen, ne? Aber man merkt es schon, also jetzt hier so gerade zu 170, ne? Pass auf, hier 170, ein bisschen Gas, super. Ist ein bisschen sportlicher, aber er wird, ich kann nicht mehr wieder hier umschalten, tut so einem Auto schon ganz gut, ne? Immer die Mehrleistung, aber so ein schwerem Auto, ich meine, Zahlen, Daten, Fakten, Serienangabe von 340 PS ist ja schon mal ein Wort, ne? Ist auch das Feedback, was man immer so kriegt in diesen ganzen 3 Liter TDI, Mercedes, Audi, BMW, dass sie sagen, ja, Auto ist Serie schon, egal ob jetzt im A4, A6, 3 Liter, BMW 3er, 5er, du hast halt einfach mehr Kraft und das Auto tut sich nicht so schwer, gerade wenn du so bei 160 mal anbeschleunigst, sag ich mal. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche euch auch ein sonniges Wochenende. mal gucken, wann das Video irgendwann kommt. Und okay.